vor, es gibt einen Mann, der versucht, einen Weltrekord zu brechen am nächsten Sonntag. Er fliegt auf 6000 Meter Höhe, dann schnallt er sich ein Snowboard mit Flügeli an und kumpelt in die Luft. Und irgendwann fliegt er über die Jungfrau und landet dann in Lauterbrunnen. Er ist Skysurfer. Und bei uns, Oliver Fuhrer, schönen guten Abend. Und auch mit uns ist der Dr. Philipp Tatasgoy. Er hat in der ETH Zürich das Brett mitgemacht und konzipiert. Guten Abend. Sag mal, Skysurfen. Eine Mischung zwischen den Snowboarden und Fallschirmspringen. Bist du einfach ein Wahnsinniger? Nein, eigentlich heutzutage kann man nicht mehr als Wahnsinnig benennen, was ich mache. Aus dem Grund, weil relativ viele Leute das schon auf der ganzen Welt betreiben. Also auch in Amerika ist es ein sehr bekannter Sport. Oder wie man sieht, Extreme Games sind wir schon seit 4 Jahren dabei. Und auch das Publikum fährt relativ gut drauf ab. Oder? Und das, was wir eigentlich machen zum Flügel springen, ob ich jetzt einen normalen falschen Sprung mache oder mit einem Snowboard-ähnlichen Skysurfbrett, also das ist kein grosser Unterschied. Atemberaubende Bilder möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Wir haben nämlich den Oliver begleitet auf so einem Sprung. Also, was ihr gerade seht, ist, das ist die Schweizer Meisterschaft in Lauterbrunnen, beziehungsweise einfach vor den grossen Bergen dort, wo wir auch nächste Woche werden den grossen Auftritt machen. Da sehen wir jetzt einen Helikopter, das ist die schnellste Figur, die es gibt. Ich werde etwa 3 Umdrehungen pro Sekunde machen. Und ja, wie ihr seht, das sind schon super Bilder, die wir hier im freien Fall machen können, bei 200 Stundenkilometer. Wie wichtig sind die Wetterverhältnisse und die Windverhältnisse für die Extremsportart? Wie man jetzt gerade hier sieht, das ist das traditionelle Skysurfen. Wenn ich euch nachher vorstellen werde, ist Skygliden. Ja, da kann man auch vorwärts fahren, wie ihr es gerade gesehen habt. Und die Windverhältnisse sind einfach so weit, dass für den Rekord, den ich jetzt am Wochenende mache, fliege ich mit 150 Stundenkilometer vorwärts. Und wenn ich halt 100 Stundenkilometer Gegenwind habe, dann komme ich nicht gross vorwärts. Was haben wir überlegt? Wie findest du eigentlich die Orientierung wieder? Unten, oben, unten, nur, rechts, links. Wo weißt du noch, was oben unten ist? Das ist eine totale Übungssache. Also das heisst, ich mache in meinem Training 10 Sprünge im Tag zu Amerika hin und 5 Tage Woche normal. Und so muss ich als Athlet trete ich eigentlich auf. Das ist heutzutage nicht mehr einfach so ein bisschen leger, heute gehe ich mal ein bisschen falsch springen. Sondern was ich mache, ist ein Spitzensport. Also ich gehe auch 3 Mal in der Woche ins Krafttraining und gut joggen und muss mich total fit haben. Und mit dieser körperlichen gesund sein, wie ich bin, kann ich das überhaupt solche Leistungen machen? Also die 3G-Belastungen oder die 3Gen und so weiter. Und es ist eine Übungssache, dass du einfach machen kannst. Und du stehst wieder auf dem Brett. Damit das Brett wirklich so funktioniert, braucht es auch jemanden, der das mitentwickelt hat. Bei uns ist der Dr. Philipp Tatasgoy von der ETH. Sie haben den Auftrag gehabt, das zu konzipieren zusammen mit Oliver. Wieso haben Sie das überhaupt gemacht? Also wir haben natürlich die besten Materialien gebraucht. Die Flügel sind mit Kohlefaserverstärkte Kunststoffe gemacht. Und wir haben auch sehr viel Wert gelegt auf die Sicherheit. Das Skyglider eigentlich ist sehr stabil in der Luft. Es ist sehr wichtig, weil bei 150 km pro Stunde man sollte eigentlich kein Umklappen haben oder doch, sowas. Kann, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Und wir haben auch sehr viel Wert gelegt auf die Festigkeit. Wir haben einen Belastungstest auch gemacht mit 150 Kilo. Aber wenn ich diese Flügel sehe, wenn ich die mal so nennen darf, die scheinen mir nicht so wahnsinnig stabil zu sein. Wieso ist das alles so klein und leicht gebaut? Also das ist effektiv leicht gebaut. Das ist aber stabil. Es gibt einige Rechnungen. Und bei der Full-Scale-Test im Freifall sieht man auch, dass es stabil ist. Und wir haben bessere Resultate erzielt, als wir erwartet haben. Und für ein Prototyp, weil das ist immer noch ein Prototyp. Wir haben eine Entwicklung im Gang jetzt. Man muss sagen, das Skysurfen, das ist ein entwicklungsfähiger Extremsportart, ja, wo in der Schweiz glaube ich überhaupt noch nicht so bekannt ist. Also die Medien sind glaube ich auch noch nicht so aufgekumpelt, gell? Ja, also obwohl du Europa und Weltmeister bist. Ja, natürlich. Danke. Was man jetzt vor allem sieht, der Skyglider, das ist etwas total Neues. Also das ist auch der Trend. Also viele Leute kommen zu mir hier und sagen, da, Skysurfen war. Das heißt, Skysurfen, wenn ihr euch vorstellt, ist nur das Grundbrett. Und wir sind jetzt einfach hingegangen und haben die Flügel noch hingemacht. Und die Flügel verleihen mir jetzt eigentlich die Vorwärtsfahrt. Dass ich also wirklich einen Winkel von 1:1 fliegen kann.
Und das ist halt schon eine neue Trendsache, weil es ist einfach sehr spektakulär. Plus zusätzlich ist es interessant für die Leute, weil die Leute sehen nicht einfach irgendwie keinen Grad am Platz, sondern du kannst eben dann schlussendlich surfen. Genau, und von dem her kommt eigentlich das Ganze. Also viele früher zum Beispiel die Comics und Mickey Mouse gesehen haben, die haben ja auf dem Surfbrett dort rumgesurft. Und dann kommen viele Leute zu mir hin und sagen, hey, da machst du schon mal einen Hurenstrick. Und dann sagst du, nein, also mit dem kleinen normalen Brett kann ich fast gerade runter, weil du einfach zu wenig Angriffsfläche hast. Und mit diesen Flügeln ist es einfach optimal. Gehen wir noch mal schnell zu dem Weltrekordversuch. 6000 Meter Höhe, ich stelle mir vor, da steige ich aus, ist ziemlich kalt und Sauerstoff hat es auch nicht einen Haufen. Wie musst du dich ausrüsten, damit du überhaupt nach oben kommst? Was ich jetzt gemacht habe, ist, wir haben letzte Woche einen Test gemacht und die sind einfach nicht so gut gelungen. Aus dem Grund, weil beim ersten Sprung ist uns Beine mit dem Kameramann um mir, also dem Kameramann ist Mikro, sind uns beide die Visiere angefroren gewesen. Das heisst, wenn wir hier hinein hauchen, dann gibt es ja Dampf und der Dampf ist bei minus 25 bis minus 30 Grad. Dort oben, wir sind jetzt nur auf 4000 Meter gewesen, noch zu sagen. Hat schon gelangen, das einfach gemacht und die ganze Scheibe ist gefroren. Gar nichts mehr, oder? Und auf das haben wir uns müssen vorbereiten. Das heisst, wir müssen eine neue Innenschicht von dem Visier machen. Plus zusätzlich haben wir hingehen und Thermokleider anlegen. Wir haben eine Sauerstoffanlage, die ich einbauen lassen, jetzt für den Rekord am Sonntag. Und zusätzlich musst du halt auch vorbereiten, um zu wissen, wo was abgeht. Toi, toi, toi. Wir schauen aber noch ganz schnell eine Karte an, eine Grafik. Und zwar sehen wir dort die Flugstrecke von dem Ganzen, wo du durchfliegst. Also die Idee, die Idee ist eigentlich, ich komme vom Wallis hinher, das heisst, ich mache einen Absprung auf 6000 Meter, du gesagt hast, komme vom über Wallis die Jungfrau. Her, genau, gehe über die Jungfrau rein, werde den Gletscher passieren und etwa 1000 Meter über Grund werde ich dann kurz vor Lauterbrunnen den Fallschirm, das Hauptschirm öffnen und dann schlussendlich sicher in Lauterbrunnen landen. Toi, toi, toi,